Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Let's Test. Wir spielen die Early Access von Evil Nun The Broken Mask. Das Spiel oder der Early Access Zugang wurde zu Halloween veröffentlicht. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Spiel aufmerksam geworden bin. Ich glaube über einen Trailer damals. Jedenfalls habe ich gesehen, es ist jetzt da. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Wir gucken mal, was es da schon alles gibt. Es ist Early Access, das heißt, es kommen in der Laufzeit noch viele, viele neue Inhalte rein. Das stand auch gerade am Anfang als kurze Info noch dabei. Und das Spiel, das möchte ich auch nicht vorenthalten, ist von Keblarian und Carlos Coronado. So, aber jetzt genug gequatscht. Ich würde sagen, wir stürzen uns auf in den nonnigen kirchlichen Horror. Wir gucken mal. Kamera mache ich weg. Los geht's. Spielen, neues Spiel starten. Wir spielen auf normal. Und unser Name ist Martha Hugs. Huch. Warte mal, ich wollte den Namen noch ändern vielleicht. Ach wohl, wir können so bleiben. Eagle Junior High School, 1962. Hallo, dann lesen wir das noch. 1962 bis 1963. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Kind wurde für die kostenlose Teilnahme am neuen Sommercamp dieser Schule ausgewählt. Mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit will Ihr Kind einen unvergesslichen Sommer erleben. SM. Wir sind also Martha Hugs in Wilbur 99185 wohnhaft in Washington, USA. Und den Namen wir ändern den Namen. Wer sind wir denn mal? Wir sind Robert Robian. Keine Ahnung. Robert Robian, das sind wir jetzt einfach mal. Kamera mache ich jetzt aber wirklich weg. Und Namen ändern. Zurück. Auf was muss ich jetzt drücken? Zurück. Spielen. Wir sind jetzt sogar auf dem Weg zur Schule, glaube ich. Da ist ja auch bald Weihnachten. Passt also irgendwie. Summercamp. Ach stimmt, das war auch Summercamp. Nicht die Sag mal, in Weihnachtsstimmung, aber dann uns einfach umfahren wollen. Ah! Tag 1. Das hätten wir doch niemals überlebt. Das nenne ich mal herzliche Begrüßung. Ich muss mich ordentlich verhalten. Ich bin Robert Robian und ich werde mich benehmen. Nein, das werde ich bestimmt nicht. Mit dem Namen Robert Robian werde ich es bestimmt nicht. Alter, wenn ich so verletzt wäre, müsste ich erstmal ins Krankenhaus. Fliehe aus der Schule, bevor die Schwester Madeline die böse Nonne in die Finger bekommt. Hallo? Tür. Okay, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Figur. Kann ich die mitnehmen? Fallen lassen? Left Mouse Button? Es gibt keinen Platz zum Fallen. Okay. Ein Buch? Das Item. Ja, dann lass es halt erstmal fallen. What was that? Buch! Das war nicht meine Absicht! Verstecken! Why aren't you praying? Nee! Du hast mich nicht gesehen. Nein, nein, nicht schon wieder! Au! It's useless to run away. I'll catch you over and over again. Ich glaube, du hast mich nicht eingefangen, du hast mich einfach mal umgebracht. Wie wäre ich wiedergeboren? Tag 2. Also jeden Tag ein Satz. Kriege ich dann auch jeden Tag ein neues Leben? Das ist ja auch immer schlimmer hier. Ich wollte eigentlich nur das Buch nehmen. Okay, damit kann ich auch nichts machen. Vielleicht lassen wir es aufblättern können und hier kann ich mich verstecken. Huch. Ich kann hier nach oben.
Eine Runde beten im Schacht. Kriege ich nicht, möchte aber. Oh oh. Drop that! Boah, der kommt hinterher! Nein, 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 steh auf! Renn! Da krieg ich die hinterm Schacht einfach hinterher. Sag mal. Aber zunächst ist die Tür auf. Ich werde mich ja am Flur noch ein bisschen umgucken und dann nochmal hochklettern. Wo ist sie jetzt? Ist sie im Schacht stecken geblieben? Und die kommt zurück. Geheimnisvolle Notiz. Wir haben bei dir schon andere in das Licht führen lassen. Ich werde dir helfen. Mist! Jetzt kommt die schon wieder. Kann ich das... Habe ich ein Menü? Oh Gott, ich muss mir das gleich mal alles angucken. Ich verstecke mich nochmal. So, wir gucken mal. Missionsliste. Überquere die Brücke. Finde 3 Sicherungen und platziere sie im Sicherungskasten im 2. Stock, um den Strom wieder anzustellen und das Metalltor zu öffnen. Eine Sicherung befindet sich in der Küche, einem Esszimmer und eine im Zimmer der Nonne. Nach oben sehen. Folge nach der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf dem Gemälde, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Du wirst ein langes Item benötigen. Okay. Und Keksdose. Da muss etwas Wichtiges drin sein. Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht geht sie auf, wenn du sie vom höchstmöglichsten Ort fallen lässt. Dann wird sie doch auch wieder aufmerksam auf uns. Aber kann ich denn... Habe ich denn nicht noch ein Inventar? Ein Journal? Eine Map? Irgendwas anderes? Ich hätte gern den Brief nochmal gelesen. Kleinen Moment, ich guck mal den... Oh Gott, ich komme nicht in die Optionen. Komme ich vielleicht von hier? Ja. Einstellungen. Brauchen wir die Tastenbelegung. Interagieren, fallen lassen, kriechen. Mission ist Tab. Es gibt einen Fotomodus, okay. Aber nein, wir haben kein Menü. Schade. Dann drückt gerne bei solchen Notizen, ich weiß nicht, wie schnell ich da lesen kann, wenn die gerade hinter uns her ist. Drückt da gerne auf Pause und lest da selber nochmal nach. Ich glaube, in dem Buch kann ich sie auch ablenken, oder? Kann ich? What? Ja, da kann ich sie mit ablenken. Okay. Mich ja trotzdem gerne noch mal ein bisschen im Flur umgucken. Kriegt sie wieder durch? Nein. Hier ist noch etwas seltsames Gerät. Oh Gott. Nichts passiert. Nichts passiert. I don't have time for this. Pray in your room or die. Okay. Das ist das Buch wieder. Wir gucken mal hier ein bisschen weiter. Interagieren. Okay. Die hat wohl sehr schöne Hobbys. The rats are better behaved than you. Do not run! I'll break your brains if you don't stop! Oh. Halt! Nein! Nein! Aua! Au! I'll make sure to tighten your mask until it hurts if you keep doing this. Ich würde mich lieben gern erstmal in Ruhe umgucken. Kannst du nicht erstmal woanders hingehen? Tag 3. Ich hoffe ja, dass wir dann in einer späteren Version, also wenn die Early Access dann vorbei ist, noch ein bisschen mehr Infos am Anfang bekommen. Ich weiß, es ist ein bisschen, ist jetzt auch nicht verkehrt, ein bisschen ins Spiel reingeschmissen. Ich fand's ein bisschen zu schnell, muss ich zugeben. Mit diesen, hallo, hier bist du und bam. Und was? Was? Cool, das kann auch sehr interessant sein. Jetzt ist sie auch erstmal ein bisschen weg. Das ist ein Buch. So ist auch mal schön. Bisschen Ruhe. Damit wir uns mal in Ruhe umgucken können. Und vor allem sind wir der Einzige hier? Wo sind denn die anderen? Gibt es gar keinen mehr? Hat sie alle anderen umgebracht?
Vielleicht kommt es natürlich auch später rein, dass wir noch mit anderen Leuten interagieren können. Ist noch eine Figur. Wir machen einfach alles auf. Silence, please. Aha, die kriegt auch da durch. Dieser eine kann. Oh Gott, ja, komm. Mädel. Riechen. Oh. Zumindest können wir die Tür hier aufmachen. Agieren. Ist zumindest nichts verschlossen, das ist schon mal schön. Das hast du nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen! Ich weiß nicht, wie lange wir testen. Je nachdem, wie viel schon zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob ich es in. My lord! Stop behaving like a little child! Face me! Nee! Die ist auf jeden Fall besessen. Die ist von irgendwas besessen. Und wahrscheinlich denkt sie, sie spricht in Gottes Namen. Geh doch mal weg! Kannst du bitte mehr weggehen? Ist das dein Zimmer? Wir müssen da ja. Was hatten wir in ihrem Zimmer? Ach, das passiert dabei, das ist sehr gut. Eine Sicherung. Du stehst schon wieder da. Die erschlägt mich doch gleich, wenn ich hier rausgehe. Sehr gut. Ah nein, das ist die Bibliothek. Das war auch nur ein Buch. Keine Sicherung. Auch nur eine weitere Bibliothek. Von hier kommen wir. Ich hätte gerne eine Karte, damit ich weiß, wo ich schon überall war. Es ist doch etwas sehr labyrinthisch hier. Ich weiß, wir können noch nach oben gehen. Du kriegst da durch. Ah, eine Sicherung. Wir haben eine gefunden. Weiß aber auch nicht, welche. Bitte, welche soll das sein? Im zweiten Stock, um die Sicherung wieder einstellen, das Metall zu treffen. Eine Sicherung wird sich in der Küche. Das ist keine Küche. Eine im Zimmer dann, und das ist bestimmt nicht ihr Zimmer. Das kann nicht ihr Zimmer sein. Im Esszimmer ist das auch nicht. Aber gut, wir nehmen das mal so hin. Dann gehen wir mal nach oben. Ich weiß nicht, wo sie jetzt war. Das ist die Küche. Was? Du kannst doch unterm Tisch runter durchkriechen? Okay. Kann ich rennen? Ich kann auch nicht, gerade nicht rennen. Das hast du nicht gesehen. Alter, was? Da war die Musik mal weg. Aua. The next time you disobey me, I will hit you harder. Ich glaube, das ist jedes Mal schmerzhaft. Und ich sterbe immer für einen Tag. Das ist wahrscheinlich die Vorhölle. Endlos. Endlos wiederholt sich das. Täglich grüßt das Murmeltier oder so. Bis die Tafel voll ist. Ah, wir können hier nach oben gehen. Ich glaube, die Sicherung habe ich jetzt auch nicht mehr. Ah, diese Tür wird in einem zukünftigen Update geöffnet. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Sicherung noch habe. Wir gucken mal. Von wo hatte ich die? Ich glaube, hier durch. Und hier müsste die liegen. Okay, wahrscheinlich habe ich die ja noch in der Hand. Ich hoffe es einfach mal. Wir haben ja leider kein Menü. Ah, da wo ich gestorben bin. Ich hoffe, die bleibt mal einfach unten und kommt jetzt nicht weiter hoch. Oder wieder hoch. Ah, hier ist das brennende Kreuz.
Ich würde jetzt sagen, es ist das Esszimmer, ne? Aber hier gibt es keine Sicherung. In der Küche soll noch eine sein. Hier. Ach nö. Ich kann immer nur eine nehmen. Da habe ich... Ich habe die Notiz gesehen. Ich will nur warten, bis die weg ist. Aber es ist gut, dass man sich auch unter Tischen verstecken kann. Ja, genau da will ich hin. Geh mal weg. Fall einfach ins Loch und sterb. Hier rein. Ah, das ist keine Notiz. Das sind einfach nur Hinweise für den Sicherungskasten wahrscheinlich, ja. Scharnier. Scharnier. Aufmachen. Und bitte eine einsetzen. Sehr cool. Und wir wissen, wo noch eine liegt. Oh Gott, sie hat uns nicht gesehen. Noch nicht. So, hier ist eine. Aber im Esszimmer, wo ist denn... Put that fuse down right now. Mm-mm. Nee. Ich sehe sie leuchten. Ah! Ah, scheiße! Nein! Nein! Geh weg! Oh Gott, nein, ich sitze in der Sackgasse. Ich sitze in der scheiß Sackgasse. Das geht nicht! Das geht nicht! Da fällt das Ding um! Aua! Oh, das ist aber auch ein Geräusch. I hope your body can withstand this punishment. Otherwise, I'll have to bury you. Ich weiß nicht, wie lange ich die Strafe wirklich noch... Ich meine, letzter Tag. Ja, okay. Wir haben also ein Limit, wie oft wir sterben dürfen. Fünf Kopfschläger vertragen wir. Jetzt muss alles klappen. Oh Mann. Oh Mann. Aber jetzt wissen wir uns erstmal, wie das... Jetzt ist wieder alles zu. Ich finde das komisch. Mal ist es... Hallo? Mal ist alles offen, mal ist alles zu... Aber gut, es ist eine Early. Alles gut. Da ist wieder... Warum ist da jetzt eine Notiz? Ach, ist das dasselbe? Nochmal. Wenn du das Wein der verlorenen Kinder gehört, wenn du mir vertraust, werden sie sich retten. Okay. Wir werden sie retten. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben, aber da kam sie gerade und hat Bilder umgeworfen. Ja, ja, mach du dein Ding. Mach du dein Ding, lass mich in Ruhe. Ist aber cool, dass wir eigentlich überall vorher fliehen können. Fast überall. Es gibt natürlich kleine Sackgassen. Aber sonst können wir einfach überall durch. Finde ich cool gemacht. Stop making noise. Lord, help me recover this. Es wäre nur schön, wenn sie nicht ganz so häufig kommen würde. Und dann nicht so penetrant hinter einem her wäre. Ja. Gehen wir hier hinten rein. Wir hatten ja noch die Sicherung hier. Die kann man einsetzen. Eine Sicherung brauchen wir noch. Eigentlich sollte die ja im Esszimmer sein. Die Frage ist halt nur, wo im Esszimmer? Es erinnert ein bisschen an... Also natürlich ein bisschen auf kindliche Grafik gemacht, würde ich sagen. Aber von der Art her an Monstrum. Sicherungen suchen. Vor dem Monster fliehen. Um dann weiterzukommen. Ja. Die letzte Sicherung. Wo ist die letzte Sicherung? Muss hier sein. Im Esszimmer, haben sie gesagt. Benutzen. Ah. Sehr cool. Sie geht nach unten.
Perfekte Zeit. Hebel benutzen. Und was habe ich jetzt angeschaltet? Ich habe überquere die Brücke. Im zweiten Umschwung wieder anzustellen und Metalltür zu öffnen. Ich habe eine Metalltür geöffnet. Die hier? Die Tür war ganz schön laut. Oh. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Die kommt bestimmt gar nicht hinterher. Errungenschaft freigeschalten. Erster Schritter. Ich möchte mich erstmal irgendwo verstecken. Ich möchte mich erstmal irgendwo verstecken. Gott, ich kann mich aber gerade nirgendwo verstecken. Ich höre die Kinder. Hey, you! Haven't I educated you enough to work on the laundry yet? Ich kann auch nicht rennen. Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! I hear you. Ah, halt! Nein! Aufmachen! Ist mir egal, ob du mich hörst. Next time I'll teach you how to be good. Nee. Nächstes Mal wird's nicht geben. Dann bin ich weg. Einmal hier vorne raus und dann. Hoffentlich renne ich ja nicht in die Arme. Hier gab's nur eine Tür. Tür ist verschlossen, kann an zu geöffnet werden. Kommen wir denn auf die andere Seite? Ich muss mal kurz nochmal ins Menü gucken. Das erste haben wir fertig, okay. Nach oben sehen. Folge nach der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf den Gemälden, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Du wirst ein langes Item benötigen. Oh Mist. Das war jetzt aber nicht hier, oder? Neben der Schule auf den Gemälden. Oder hier ist wieder zurück. Da kann man nicht durch. Muss ich jetzt wieder zurück ins Gebäude? Ich gucke mich dazu erstmal im Hof um. Hier braucht man einen Seitenschneider. Ah, nee, da kann man gar nicht durch. Wird in einem zukünftigen Update geöffnet. Tür ist verschlossen, kann von der anderen Seite geöffnet werden. Kannst du hier einfach durchs Fenster steigen? Stein nehmen, durchhauen und fertig. Okay. Ach, wegen dem Springbrunnen oder was? Danke. Ich will jetzt kein Foto machen, ich möchte fliehen! Hier aber kann ich rein. Das ist die Schule wahrscheinlich. Oh Gott. Wie viel gibt's hier denn noch zu erkunden? Auf den Gemälden. Neben dem Haupteingang. Müssen wir den Haupteingang finden. Ach, und die Handabdrücke, das fällt mir jetzt erst ein. Wir haben ganz am Anfang den Typen gesehen, der in diesem kleinen Häuschen saß, bevor die Nonne uns zugerichtet hat. Das hier ist der Haupteingang, hier. Und ich glaube, der hat ja an diesen Händen auch diese blaue Farbe gehabt. Er möchte uns also wahrscheinlich helfen. Hier können wir uns verstecken. Deshalb brauchen wir wahrscheinlich was Langes. Wir müssen nach hier oben greifen. Also ich würde sagen, das ist der Haupteingang. Wenn ich den Schlüssel finde, dann kann ich hier raus. Bild auch ein bisschen verkehrt rum aufgehängt. Kann ich nicht einfach einen Stuhl nehmen? Oh Gott. Ich brauche einen Hammer wahrscheinlich. Ja, irgendwas im Nägel zu entfernen. Die Violine spiele ich nicht, damit locke ich sie wahrscheinlich einfach nur an. Das ist beim Piano wahrscheinlich genau dasselbe. Und hier ist sie auch. Ach! Madeline. Die wird in einem zukünftigen Update geöffnet. Schreibzimmer. Das kann ich da nicht lesen. Wir haben was Langes gefunden. Wir haben etwas Langes gefunden. Etwas Hartes und Langes. Ich glaube, die Frage ist,
War ich jetzt hier mit dem Bild schon richtig? Gibt hier keinen Platz. Ich müsste ja auch nicht fallen lassen. Ich möchte es gern benutzen oder interagieren. Nach der Überquerung. Folge den Ratschlägen auf den Gemälde, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Du wirst dann... Es ist doch hier. Es ist doch das oder etwa nicht. Den Ratschlägen auf den Gemälden, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Oder es, da ist ja von Gemälden die Reden, von mehreren. Aber das sind ja keine Gemälde, das sind ja einfach nur Fotos. Und einen anderen Nebenraum. Das ist jetzt auch das wahrscheinlich wieder Update, ja. Gibt hier sonst keine weiteren Nebenräume neben dem Haupteingang? Nee. Du jagst mir keine Angst mehr ein. Mit deinem großen Hammer. Ich habe jetzt auch einen Hammer. Einen Besenhammer. What's that? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Interagieren? Achso, mit der Tür. Oh, es war keine kluge Idee. Ich hoffe, sie kommt nicht. Ich hoffe, sie sieht mich nicht. Oh, ihr Licht ist durch die Wand gebackt. Geh bitte einfach. Und lasst mich in Ruhe. Nein. Die war irgendwo neben mir. Hier ist ein Gemälde. Nein. Scheiße. Kriege ich nicht auf. Das ist auch ein Besen. Ja, ich habe doch schon einen Besen. Hex, Hex, komm, ich flieg weg. Kleiderschrank ist verschlossen. Danke, der einzige Ort, wo ich mich hätte verstecken können. Ich verliere auch schon wieder die Orientierung. Wir sind wieder am Anfang jetzt. Wir sind einmal rumgelaufen. Oh, knapp. Ich glaube, sie war da. Wo geht's hier denn weiter? Das ist bestimmt nicht der Haupteingang, aber ich gehe mal in den Keller. Keller ist doch immer eine gute Idee. Wahrscheinlich landen wir dann hier, wenn wir unartig waren, wir den letzten Tag erreicht haben. Dann wären wir schön verbrannt oder so. Kann ich hier hoch? Nein. Du sollst bitte auch nicht fallen lassen. Bitte auch nicht aus Versehen fallen lassen. Okay, hier können wir einfach noch nichts machen. Ich hoffe, sie... Bitte komm nicht runter. I know you're nearby. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Toilette ist eine schlechte Idee hier. Das Nähzimmer. Hier irgendwas? Nein. Gemälde ist auch nichts. Schacht, mach mal auf. Ich dachte, hier konnte ich was drücken, aber es ist nur ein Medaillon. Ah, ist der Klassenraum jetzt. Robot Robian, unsere rosa Tür. Ach, ich kann die Gemälde abhängen. Aber das funktioniert mit dem Gemälde hier ja nicht. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Da unten drin liegt was. Ja, ich hab dich gesehen. Oh nein. Schlechte Idee. Nein, auch schlechte Idee. Da drin kann ich mich nicht verstecken. Toll. Tolle Sackgasse hier. Aber wir hatten hier noch eine Tür. Wow. Kommen wir raus. Und nach oben. Erstmal nach oben.
Aufs Dach. Okay, cool. Kann ich einfach springen, dann bin ich wahrscheinlich tot, ne? Das sieht schon cool aus. Grafisch hat das schon was. Ich meine, ja, es ist jetzt ein bisschen auf niedlich. Ja, was heißt niedlich? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zukünftigen Update. Nicht ganz niedlich, aber jetzt auch nicht ganz so realistisch. Okay. Ach, das ist der Kamin. Da kommen wir dann ganz unten im Keller raus. Wahrscheinlich ein späterer Fluchtweg. Und da unten sitzt da keiner drin, der uns helfen kann. Nein! Aua. Aua. Nein. Nein, ich habe mich festgepackt. Heil ich von allein wieder? Ich möchte die ganze Zeit mit diesem Ding hier rumlaufen. Hallo? Du da unten? Hallo? Hallo? Hilfe! Ruf doch einfach die Polizei. Nein, da komme ich bestimmt nicht rüber. Und von da kommen wir ja auch. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Muss ich nur gucken, dass ich die Leiter richtig greife. Bitte nicht runterfallen. Oh Gott. Oh, wir haben es geschafft. Dann nach unten. Die Tür geht nicht auf. Ah. Die Wolken. Wolken sehen auch cool aus. Oh Gott, bin ich... Nein! Spring doch drüber! Spring doch einfach drüber! Du bist so kurz vorm Ausgang! Oh Mann! Ich habe noch keinen Plan, was ich mit dem Besen machen soll. Scheiß Gemälde. Hier. Ich hasse euch. Ich hasse euch, Gemälde. Ich möchte nie wieder ins Sommercamp. Ja, jetzt kommst du wieder angelaufen. Oh Mann. Weiß jemand, was man hier machen muss? Ich bin bestimmt schon dreimal dran vorbeigelaufen. Und ihr sagt alle so, denkt so, nein, da! Oder habt alle auch keinen Plan. Was ich natürlich bevorzugen würde, dann bin ich nicht ganz so blöd. Oh. Wenn ihr es gern selbst mal ausprobieren wollt, ich glaube, im Sale ist es nicht mehr, aber so viel kostet es, glaube ich, auch nicht. Und wie gesagt, Early Access heißt, da kommt noch ganz, ganz viel. Wahrscheinlich können wir sowas hier dann auch später einfach aufmachen. Und da durchkrabbeln. Was ist das? Ist das so Zwischenwände? Könnt ihr mir vorstellen, dass nachdem wir das hier erledigt haben, ist auch erstmal Schluss. Deswegen würde ich es halt gerne fertig machen. Und das in eine Folge packen. Aber wenn ich jetzt hier noch, weiß ich nicht. Ach, da! Ernsthaft jetzt? Das habe ich nicht gesehen. Da ist... Ah. Aber wie soll ich denn da mit dem Besen rankommen? Ich habe doch gerade mit dem Besen hochgeworfen. Ja, bin ich wirklich schon mehrfach dran vorbeigelaufen. Olle, geh mal weg. Bist du jetzt weg? Ich habe doch nicht Besen. E. Na! Komm! Und nochmal. Sehr gut. Und schnell verstecken. Schnell verstecken. Schnell verstecken. Oh. Ich wusste, dass die kommt. Ich hoffe, die nimmt das Ding nicht mit. Lass es einfach liegen. Ist nur runtergefallen. Es ist einfach nur runtergefallen. Du hast ja eh deinen Hammer. Du brauchst nichts anderes. Madeline. Wehe, du guckst hier rein. Wehe. Hier ist niemand. Geh einfach. Hat die das Kreuz auf der Brust verkehrt rum? Ich glaube, der hat das Kreuz auf der Brust verkehrt rum. Ich möchte das Brecheisen nehmen. Ja, leg halt das Ding weg. What? Da war nichts. Da war nichts. Nein, nein, nein.
Nein, 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 nein. So, du musst etwas Wichtiges drin sein. Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht geht sie auf, wenn ich sie von... Keksdose. Habt ihr eine Keksdose gesehen? Was kann ich denn jetzt auch mit dem Brecheisen machen? Die ganzen Ketten auf? Hätte mir eher einen Bolzenschneider dafür gewünscht, als ein Brecheisen. Ach nein, ich weiß, was ich mit dem Brecheisen mache. Bei der Bühne. Bei der Bühne. Ich probiere es trotzdem einmal. Nein. Hier. Kann man die Nägel jetzt rausziehen? Keksdose. Die Keksdose. So war's mal, die Nonne wieder weg. Oh nein, sie hat mich gesehen. Geh weg. Nicht in die Toilette, da auch nicht rein. Ich muss ein Versteck finden. Ich muss ein Versteck finden. Nein, das ist hier blöd. Doch, hier kann ich durch. Da kann ich durch. Geh. Geh einfach. So, und das muss ich von einem hohen Ort runterfallen lassen. Wahrscheinlich vom Dach. Interagieren. Fallen lassen und mitnehmen. Aufs Dach, wir müssen aufs Dach. Oh Gott, wo ging's da hin? Da hinten lang. Aber die kommt wahrscheinlich gleich. Wehe, so kurz davor. Wehe, Olle. Da hinten ist der Ausgang. Wehe, du kommst jetzt irgendwo um die Ecke. Geh. Gott. So. Hier hoch. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich durch. Und jetzt lasse ich das, ja, von hier fallen. Irgendwo, wo ich noch hinkomme. Komme ich da rauf? Ich komme hier rauf, oder? Ja, ich komme hier rauf. Bitte lass es da landen! Was? Die Dose nicht öffnen, sie klemmt. Vielleicht geht sie auf, wenn ich sie von... Willst du mich verarschen? Das reicht nicht in der Höhe? Wie hoch soll ich denn noch? Ach, ja. Ist in Ordnung. Ich weiß wo. Was? Oh Gott. Ich war schon fast richtig. Ich war schon fast richtig. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Wir müssen die Dose nochmal holen und nochmal hier hochgehen. Oh. Aber so viel, glaube ich, so viel passiert jetzt, glaube ich, nicht mehr. Hoffe ich. Dann kann ich es wirklich in eine Folge packen. Ein bisschen Gesuche vielleicht rausschneiden. So. Und zwar hier oben, wir haben den Schornstein noch. Wupsi, wups. Den Schornstein. Und dann müssen wir nur in den Keller. Dann wissen wir auch, wofür wir da rein können. So. Und hier. Fallen lassen. Das war ein lauter Knacks und das klang eher wie, als wenn Knochen brechen würden, als wenn eine Dose aufgeht. Aber die Leitern machen mir ein bisschen zu schaffen hier. Ich möchte nämlich nicht nochmal runterfallen. Nein, runter. Leiter, lass mich doch los. Danke. Sie ist dann bestimmt auch in den Keller jetzt gerannt. Upsi. Wie ging es denn gleich nochmal in den Keller? Muss wahrscheinlich hier erstmal warten, dass die wieder wegkommt. Hier. Natürlich kommt sie gerade wieder hoch. Wo ist sie denn? Ich bin mir gerade uneins, wo sie ist. Ich möchte aber auch nicht in die Arme laufen. Aber das klingt so, als wäre sie hier hinten drin. Ja.
Wir wären hier voll in die Arme gelaufen. Aber dafür haben wir jetzt freie Bahn. Ich glaube, so schnell kommt sie nicht wieder nach unten. Und dann war das hier. Ein Schlüssel für den Haupteingang. Missions, ja, wir haben alles erfüllt. Wir müssen jetzt nur noch ungesehen nach oben und zum Haupteingang. Und dann können wir fliehen, hoffe ich. Ich verstecke mich erstmal da vorne im Eingang, weil die ist direkt hinter uns. Oder? Vor der Tür geöffnet. Oh nein, das war ein versteckter Alarm. Die Nonne taucht sich gleich auf. Ja, ich renne ja schon. Lauf doch nicht langsamer. Errungenschaft freigeschalten. Flucht durch den Haupteingang. Tschüss. War das beschissenste Sommercamp überhaupt. Das möchte ich nicht nochmal. 0 Sterne. In dieser Schule ist mehr los, als es den Anschein hat. Ihre neuen Opfer? Noch mehr Nonnen. Sind das jetzt gute Nonnen oder sind das alles böse Nonnen? For man. Ach nee. For man. Uniform. Also Uniformen und Wäsche. Oh Gott, hier horten Kinder. Im Untergrund. Uses new RAM to access new school area, Shortcut und Escape. Ah. Wir kommen also jetzt in neue Gebiete. Und das Ding, ja stimmt, das Ding haben wir auch gedrückt. Geöffnet. Cool. Warte, was? Hallo. Wir gucken nochmal. Zwei Sachen haben wir freigeschalten. Nein. Flucht durch den Haupteingang. Entkomme durch den Haupteingang. Und erste Schritte. Erreiche die Brücke. Was haben wir hier denn noch alles? Schlechtes Ende in der Wäscherei. Mit der Arbeit in der Wäscherei bestraft. Gesperrt. Entkomme durch den Haupteingang, ohne einmal gesehen zu werden. Ist das das, was man jetzt schon erreichen kann? Geheime Flucht? Professionelle Flucht durch den Haupteingang? Extreme Flucht durch den Haupteingang? Ja, okay. Kein Alarm in der Schule. Wie kann man den Alarm umgehen? Einfache Flucht im Lastwagen? Man kann im Lastwagen. Gut, wir haben hier ein neues Gebiet, das haben wir noch gar nicht erkundet jetzt. Das ist dann alles durch den Haupteingang. Entkomme auf dem Dach des Lastwagen. Geblättete Madeline. Überfahre Madeline mit dem Lastwagen. Oh, gern. Gern. Entkomme in unter 5 Minuten. Entkomme im Geistermodus. Und das sind dann zukünftige. Wow, wir haben sehr viel. Ich werde nicht alles machen, aber ich würde sagen, das neue Gebiet schauen wir uns dann in einer neuen Folge an. Ich drücke mal auf zurück. Ich denke, jetzt mal freigeschalten. Schauen wir uns auf jeden Fall eine neue Folge an. In diesem Sinne, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich bin sehr gespannt, was dann alles kommt. Und würde mich freuen, wenn wir uns in einer nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play wiedersehen. Bis dahin. Ciao.